Und raus mit dem Köder und locker durchleiern hier schön an der Yama auf die Lachse. Und das sollte hier ganz gut gehen. Und es ging auch gerade schon ganz gut. Ich habe schon ein bisschen getestet, gerade hier im Livestream. Und da sagte Strubi gerade, Alden, probier doch mal hier. Und deswegen stehe ich ja jetzt hier auch nochmal und probiere jetzt hier auch nochmal. Schön nochmal testen, wie und wo das hier noch ein bisschen besser lübt und mit welchen Ködern vor allem. Und ja, was da so alles reinging. Also wie gesagt, gerade im Livestream ging es auch schon ganz gut. Übrigens Livestream, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr auf Twitch. Wenn noch nicht da gewesen, dann komm doch einfach mal vorbei. Da kann man auch seine Fragen live stellen und sich austauschen untereinander und Spots teilen und so Sachen. Ja, wie gesagt, hier soll es ganz gut laufen. Ich hatte jetzt gerade schon zum Ende hin, also in den Abendstunden des vorherigen Tages, schon so ein bisschen getestet. Und da ging es auch schon gerade ganz gut ab. Es ging allerdings auch schon einen König hier rein. Kleiner König, um die 10 Kilo, zum Glück nur. Ja, immerhin knappe 50 Silber. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Und jetzt teste ich gerade hier auf die üblichen Verdächtigen. Das heißt, ich habe jetzt gerade hier den selbstgemachten Zander Kunstköder dran. Bin mir da aber auch noch nicht so ganz sicher, ob ich da drauf bleibe oder vielleicht dann gleich nochmal was anderes reinnehme. In Gänze war es bisher so, egal was ich reingeschmissen habe, es ging hier an der Stelle was rein. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Sehr viel unterschiedliche Fische, die hier reingegangen sind. Natürlich auch hier die ollen Saiblinge. Und gar nicht so weit, so ungefähr. Ich glaube, von der Weide passt das so ungefähr. Ja, müsste ungefähr passen. Ich werde das gleich nochmal testen. Oder ich mache gleich einfach mal vor Spaß einen Clip rein. Und dann werfe ich immer so an die gleiche Stelle zumindest. Denn gerade ging das hier, zack, richtig gut, einer nach dem anderen. Bin ich denn hier richtig? Ja, hier an dem Busch, genau. Ich habe gerade meinen Busch gesucht. So. Also, hier an dem Busch auf 200, 194 und dann da so hingeworfen. Man sieht das so am anderen Ufer hier, so an der Rutenspitze, so ein bisschen Gekröse da. So, und dann gib ihm locker raus. Das werden so ungefähr 40 Meter sein. Und dann locker durchgeleiert hier. Auf der 25 mit der Wenger. Auf Fluorocarbon komplett Schnur jetzt gerade wieder unterwegs und ich teste jetzt gleich noch mal ein bisschen feiner. Gleich noch mal ein bisschen leichter reingehen mit kleineren Ködern, aber ich glaube, ich nehme auch gleich noch mal kleinere Schnur. Gucken wir mal, inwieweit sich das auswirkt. Ich hoffe nicht, dass wir dann da gleich einen ollen König dran haben. So, nehmen wir einfach mal einen Köder, den man sich auch normal kaufen kann. Und zwar, ja, hier die Weiko-Serie, ne? Ist ja eigentlich immer best. Aber dann hier die Weiko 14er. Der hier zum Beispiel. Und den Zweier, den werde ich gleich auch nochmal testen. Also, der hier, gerade mal im Gucken, Haken, Einser, okay. Und von der Schnur gehe ich auch nochmal runter auf Fluorocarbon komplett. Hatte ich mir zuletzt noch gekauft hier. 350 Meter haben wir hier drauf. Fluorocarbon komplett, 13,8 Kilo. Und wir kriegen hier von dieser Schnur sogar 490 theoretisch komplett auf diese Rolle. Zack. Auswerfen, Bremse ein bisschen runter, locker durchleiern. Gucken wir mal, dass wir da ein gutes Tempo hinkriegen. Oder vielleicht einfach auch intervallmäßig, ne? Im Chat hieß es auch gerade schon, yo, ich stand hier und habe hier gejiggt. Also wohl auf Jig auch durchaus gut machbar. Aber ich bin da ja schon auch ein bisschen faul, muss ich auch wirklich sagen. Und sehr bequem. Wenn ich das denn hier so einfach durchleiern kann, dann mache ich das doch auch. Einfach schön hier automatisch reinkurbeln und durchleiern. So, und das Ganze jetzt hier nochmal mit Tempo Shift 50. Na guck, siehst du, zweimal durchgeleiert und zweimal war nix. Jetzt einfach nochmal
anders, anders geführt und sofort wieder der Biss. Also das macht auch wirklich einen großen Unterschied aus, wie man halt rangeht, wie man den Köder führt, was man da macht für Speränzchen, ob das einfach Durchleiern ist oder Jigführung oder dass man dann, wie gesagt, einfach dieses schnelle Kurbeln macht, dann wieder einfach eine lange Pause, einfach wieder wegtreiben lassen den Köder. Also diese ganzen Spielereien, alles ausprobieren, alles testen. Nicht hinstellen und sagen, hier geht nichts und 50% der Möglichkeiten noch gar nicht getestet, die man eben noch ausprobieren kann. Also es gibt immer viele, viele Spielereien und Variationsmöglichkeiten, die man eben testen kann. So, diesen Köder ändere ich direkt, weil das sind mir hier zu viele olle Keters. Gucken wir hier rein, auch hier einser Haken und gib ihm. Direkt weitermachen. Auf den hatte ich gerade schon auf I4, ganz rechts am Schniepi. Zack, hatte ich gerade auch schon ein paar ganz gute Bisse. Gucken wir mal, was jetzt hier noch reingeht. Auf I4 heute übrigens einige japanische Saiblinge, eher so ein bisschen rechts rüber. Hier in diesem Kantenbereich von der 4,5. Also hier in diesem Bereich tendenziell eher japanische Saiblinge, auch nicht schlecht gewesen. Also da kann noch ein bisschen was gehen. Na, den wollen wir auch nicht. Weiter probieren, weiter testen. Walker muss ich auch noch gleich testen. Also ich teste hier jetzt einfach einen nach dem anderen. Was willst du auch machen? Letzten Endes einfach alles ausprobieren und verschiedenste Köder testen und der dann am besten funktioniert, durchziehen. Das ist es. Also bisher mit den Weikos schon ganz gut, schon ganz zufrieden. Vielleicht teste ich auch gleich nochmal den Hecht, den selbstgemachten Hechtköder. Der ist ja auch gerade immer wieder in den Rekorden drin. Oder wie gesagt, gerade schon gesagt, der Walker. Nehmen wir mal den. Der ist natürlich ein bisschen gefährlich, denn da auch, können auch die Könige drauf schießen. Immer mal wieder ganz gern, aber bei so einem kühlen Wetter, Sonnenschein, da sollte das doch eigentlich auch ganz gut funktionieren, hier das Teil. Oder vielleicht in anderen Farben. Vielleicht in anderen Farben, dass man dann vielleicht eher hier noch einen nimmt, so ein bisschen silbrig oder golden. Der kann natürlich auch dann ganz gut reinkicken. Ändern wir mal direkt. Noch haben wir die Sonne. Und bei Sonne hieß es eigentlich immer ganz gerne auch so ein bisschen natürlichere Farben. Aber die fliegen nicht so ganz weit raus. Na guck, da wäre doch das Yamaset Start vielleicht deutlich angebracht. Ich verlinke nochmal das Video zum Yamaset Start. Hatte ich ja schon lange nicht mehr erwähnt. Das Setup, was man sich jo, eigentlich schon so ab Level 20 kaufen kann. Aber was eben auch für die Yama hervorragend ist. So, komm ran hier. Ne, also, der nicht. Nächster Köder, auch immer wieder top. Meine 12 Grammer, meine 15 Grammer. Nehmen wir mal den hier in so golden. Wobei so gelb-gold hat gerade nicht so ganz gut geklappt. Also ziehen wir... So, oha, da schießt direkt einer drauf rein. Das ist doch wieder ein gutes Zeichen. Ja, den hier wie gesagt in 12 Gramm. Dann noch die... Oh, sehr schön. Oh, die Rotlachse. Die nehmen wir natürlich ganz besonders gerne mit. Gutes Gewicht, gute Gewichtsklasse. Da habe ich ja schon richtig Bock drauf. Gerne mehr davon. Und die 15 Gramm Slimshot. Das sind dann, glaube ich, so die wichtigsten. Und dann haben wir hier aber auch die wichtigsten Köder durch. Joa, so viel dazu. Einfach nur ein kurzes Infovideo zum Spot. Läuft ganz gut. Mit verschiedensten Ködern, mit verschiedenstem Setup und die verschiedensten Arten und Weisen, wie man hier durchleiert und durchjiggt. Also gerne mal einfach testen. Das waren jetzt bei mir gerade knappe 400 Silber. Es wurden aber auch schon beim Stunde komplett durchziehen hier um die 900 Silber rausgezogen. Also wenn man hier den richtigen Köder hat und einfach zack und einfach mal die richtige Stelle hier durchzieht, dann kriegt man hier auch richtig gut Kohle raus. Einfach mal testen. Petri, ihr Lümmels, toi, 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 dass da bei euch ordentlich was reinrasselt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.